Wo er gleich einen Namen erkennt, die verbindet er automatisch. Dann weißt du, aha, da kriege ich gleich die Bio quasi, was macht er, welche Firma arbeitet er, aus dem LinkedIn und aus dem Twitter da, dazu. Und das finde ich recht cool gemacht. Bevor ich mein Adressbuch importiert hatte, hatte nur meinen Twitter-Account und meinen LinkedIn-Account angegeben, habe ich schon ein dickes Adressbuch voll gehabt bei mir. Also ich klicke das irgendwie. Ja, du musst dann, das ist hier eingespannt, du musst vom Rand aus diesem schwarzen Rand eben ziehen, wenn du so rüber ziehst. So. Okay. Das ist jetzt nur doof, weil das hier eingespannt ist. Diese ganzen Daten hat er sich nur aus meinen LinkedIn-Kontakten und aus meinen Twitter-Kontakten zusammengezogen. Ich habe noch gar kein Adressbuch hier mit synchronisiert. Sebastian Main zum Beispiel hat er dann jetzt gefunden. Der hat noch einen Twitter-Account dort und ja, da ist, das war der private und hat er hier den Twitter-Account S. Main. Das ist der berufliche. Da holt er mir gleich aus LinkedIn die ganzen Sachen. Die Bio, Fachwissen, wo er ist, Firma und das sieht man hier unten, wie die verbunden sind. Da hat er jetzt dann diese Konten miteinander automatisch verknüpft, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Okay. Aber das ist eine coole Sache. Und du kannst direkt aus der Anwendung hier Twitter Direct Messages machen, LinkedIn Nachrichten machen und eben normale E-Mails oder Messages verschicken. Du kannst auch noch andere Profile dazusetzen, also keine Im Ahnung, Augenblick Facebook sind, oder irgendwas? Ja, Facebook auch. Ich bin nur nicht bei Facebook. Ja. Also Facebook, Twitter und LinkedIn ist automatisch schon mit enthalten. Das wird sicher noch, wird glaube, noch mehr, wachsen und noch mehr werden.